Willkommen bei den How-To-Buddies. Ich bin Alpa und heute zeigen wir euch, wie ihr das Notrufsystem auf dem Emporia Smart 6 einstellen könnt. Das Notrufsystem ist eine wirklich tolle Geschichte. Und zwar habt ihr hier auf der Rückseite so eine Notruftaste, wie mit so einem Herz drauf. Das heißt, ihr könnt da also mit dem Finger da drauf drücken, um... Ja, was passiert dann eigentlich? Was kann man damit eigentlich machen? Und das zeige ich euch jetzt erstmal. Wir müssen zunächst einmal das Notrufsystem einstellen. Dafür wische ich einmal zur Seite und dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Personen, die ich eben in meinen Favoriten habe. Wir haben aber auch hier die Notruftaste. Und auf die Notruftaste kann ich jetzt einmal draufgehen und was passiert? Ich habe jetzt 5 Felder. Diese 5 Felder werden nacheinander kontaktiert, wenn ich diesen Notruftaster für 3 Sekunden gedrückt halte. Ganz wichtig, nacheinander werden die einmal kontaktiert. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal mich zum Beispiel auswählen, sage, was ist diese Person, ist es privat oder eine Hilfsorganisation, ja, ist privat und soll auch eine Nachricht gesendet werden, ja oder nein. Ja, gehen wir einmal auf weiter. So, jetzt bin ich da drin. Ich kann jetzt auch weitere Personen zum Beispiel hier hinzufügen. Wichtig, bei Optionen muss das Notrufsystem eingeschaltet sein. So, wenn ihr festgestellt habt, ihr habt hier eine Person drin und die ist falsch, dann geht ihr einmal auf Löschen und könnt dann diese Person hier dann ganz einfach löschen und dann ist eigentlich auch schon wieder alles fertig. Ne? Also es ist soweit alles in Ordnung. Jetzt füge ich mich einmal wieder hinzu, sage wieder privat. Nachricht senden, alles gut. Jetzt bin ich soweit hier drin und jetzt ist auch das Notrufsystem eingeschaltet. Die Besonderheit ist jetzt, wenn ich diese Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt halte, wird ein Anruf initiiert. Und zwar ein Anruf an die Personen nacheinander hier in dieser Liste. Das heißt, als erstes werde ich angerufen, danach wird, keine Ahnung, irgendjemand angerufen und immer weiter, immer weiter. Und woran erkennt man das? Ganz einfach. Und zwar, der ruft die an und entweder geht die Person dran, dann muss die Person innerhalb von einer Minute zurückrufen. Warum? Kann ja theoretisch sein, dass irgendwie das Handy aus Versehen angegangen ist oder irgendwas. Nee, sondern ich muss das beenden und dann direkt einmal zurückrufen. Das heißt, ich rufe dann zurück, hey, ist dort alles in Ordnung? Und das Handy, wenn es im Notfallmodus ist, würde dann auch automatisch dran gehen. Ruft jetzt Alpa, also ich, innerhalb von einer Minute nicht zurück, ganz wichtig, rufe ich nicht zurück, dann versucht das mit dem Nächsten. Das heißt, er ruft an, er klingelt. Aha, ich gehe dran, alles in Ordnung. Okay, wir reden, alles super. Aber nehmen wir mal an, er klingelt und klingelt und klingelt und passiert nichts. Und dann wird er nach einer Minute den Nächsten anrufen. Außer, ich rufe zurück. Der erkennt dann meine Nummer und nimmt den Anruf dann automatisch an. Wichtig ist, ich bekomme ja auch eine SMS, also eine Nachricht dazu, dass eben jetzt gerade ein Notfall da ist. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe jetzt hier auch meine Apple Watch, vielleicht können wir uns das gleich mal anschauen. Ich werde jetzt hier einfach mal diesen Notruftaster einfach mal für 3 Sekunden mal gedrückt halten. So, Notrufsequenz hat begonnen, sagt er. Jetzt gucken wir mal, was dann passiert. Also ich habe es jetzt alles weit hingelegt und jetzt ruft er automatisch an und es gibt einen Ton. Achtung, Achtung, und ich werde ja auch direkt schon hier kontaktiert. Ne? Und soweit gut, ich könnte jetzt einmal da dran gehen oder ich kann jetzt hier selber auch auflegen, drücken und halten, um den Anruf zu beenden. Ja, Notrufsequenz ist beendet und soweit alles gut. Das heißt, jetzt in diesem Fall wäre jetzt hier was passiert und ich habe tatsächlich auch eine Nachricht bekommen. Sie erhalten einen Notruf. Ich habe jetzt auch einen verpassten Anruf. Bitte den Anruf beenden und innerhalb einer Minute zurückrufen, ansonsten wird der Anruf automatisch beendet. Also deswegen, wie gesagt, immer direkt rangehen und sprechen, ansonsten eben zurückrufen, damit eben klar ist, dass auf jeden Fall was da ist und es werden alle 5 Kontakte nacheinander eben abtelefoniert und wenn ihr zurückruft, wird der Anruf automatisch entgegengenommen. Das heißt, wenn ihr also zum Beispiel einen Infarkt hattet oder irgendwas und ihr fallt hin und ihr könnt nicht mehr reagieren, ihr könnt aber gerade noch so den Knopf drücken, dann ist Hilfe unterwegs. Also eine super coole Sache, wie ihr eben den Notfallmodus hier auf dem Impuls Smart 6 benutzen könnt. Dieser Notrufmodus hier über die Taste, wirklich sehr, sehr cool gemacht, kann Leben retten. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.